Hallo Leute! Heute wollte ich euch mal etwas über den Gebrauch von Präpositionen im Englischen erzählen. Zunächst einmal für die Nicht-Grammatik-Freaks. Was ist eigentlich eine Präposition? Eine Präposition heißt auf Deutsch Verhältniswort. Das hilft dir auch nicht weiter? Okay. Präpositionen sind all diese kleinen Wörter wie zu, an, bei, die dir anzeigen, wo und was mit einem Hauptwort los ist. Das Problem ist, dass diese im Deutschen und im Englischen ein wenig unterschiedlich verwendet werden. Im Englischen kann man Verhältniswörter grob in zwei Kategorien einteilen: Präpositionen des Ortes und Präpositionen der Zeit. Die am häufigsten verwendeten Präpositionen in diesem Zusammenhang sind at, in und on. Bei Präpositionen der Zeit benutzt du at zum Beispiel bei Uhrzeiten. At 5 o'clock, at a quarter past 5, at 10 to 12. Ebenso bei anderen Tages- und Nachtzeiten, zum Beispiel at night, at midnight, at noon, at breakfast und so weiter. Schau dir dazu am besten mein Video zum Thema Uhrzeiten an. Auch gibt es in diesem Zusammenhang bestimmte Ausdrücke, die du ausschließlich mit at verwendest. At the moment, at my age, at the age of 20, at the beginning, at the end of the day. Englisch wäre natürlich nicht Englisch, wenn es in diesem Kontext nicht einige Ausnahmen gäbe. So sagt man zum Beispiel in the evening und in the morning. On verwendet man, wenn man sich auf einzelne Tage bezieht, zum Beispiel on my birthday oder on Easter Monday, on Christmas Day. Auch beim Datum verwendet man on, zum Beispiel on the 5th of June, on the 4th of July and on the 3rd of October. Besteht ein Fest aus mehreren Tagen, verwendet man hingegen at. At Christmas, at Easter, at the weekend und so weiter. Bei Jahreszahlen hingegen musst du mit in arbeiten, zum Beispiel in 1971, in 1943, in the year 2020. Sind this, next oder last der Zeitangabe vorangestellt, entfällt das Verhältniswort komplett, zum Beispiel last Christmas, next Friday, this week. So, das war jetzt schon ganz schön heftig. Kannst du noch? Okay, dann schau dir noch die Präpositionen des Ortes an. Die am meisten verwendete Präposition in diesem Zusammenhang ist at. Du verwendest at, wenn du dich auf Einrichtungen beziehst, an denen du etwas erledigen musst. Zum Beispiel at the airport, at school, at the supermarket, at the cinema, at the office, at the doctors, at school, at work. Außerdem verwendest du at, wenn du damit direkt neben oder direkt vor etwas meinst. Zum Beispiel at the door, at the window, at the table, at the computer, at the bus stop, at the station, at the entrance. Weiterhin kommt at bei Veranstaltungen zum Einsatz. Zum Beispiel at a meeting, at a party, at a festival. Ebenso bei Adressen. At 10 Downing Street, at 1600 Pennsylvania Avenue, at John's house, at this address. Die Präposition on verwendet man in diesem Zusammenhang, wenn etwas auf einer Fläche ist. Zum Beispiel on the wall, on the door, on the floor, on the beach. Beachte hier auch den Unterschied zwischen on the door und at the door. Zum Beispiel there is a note on the door im Gegensatz zu there is somebody at the door. On benutzt man außerdem bei elektronischen Medien, zum Beispiel on TV, on the radio, on the phone und ganz wichtig, on the Internet. In hingegen benutzt man für Städte und Länder, in Munich, in New York, in England, in the USA. Für Inseln hingegen nimmt man on Waikiki, on the Isle of Man, on Fisher Island. Dann gibt es noch einige ganz esoterische Ausnahmen, die mit der Präposition in verwendet werden. Zum Beispiel in the country, auf dem Land, in the world, auf der Welt, in the sky, am Himmel
in the photo, in the picture, auf dem Bild. So, das war jetzt mal wieder ganz schön krass. Wie du siehst, funktionieren die Präpositionen im Englischen ein wenig anders als im Deutschen. Sei nicht frustriert, wenn du nicht gleich alles kapiert hast. Mach einfach eine kleine Pause und schau dir das Video nochmal an. So, das war's jetzt wieder mal von mir. Wenn dir das Video etwas gebracht hat, Daumen hoch und abonnieren. Ansonsten bleib einfach so cool, wie du bist.